In unserem Trendmagazin What's Hot haben wir uns schon vor über einem Jahr mit der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt. Die Aktien der beteiligten Unternehmen sind seither durch die Decke gegangen. Grund genug, sich heute dem Thema abermals zu widmen, um zu schauen, ob Kursgewinne und Wachstumschancen noch immer in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Interview mit dem Kapitälvorstand und Chefanlagestrategen Chris Oliver Schickentrank. Herr Schickentanz, zu Jahresbeginn 2023 hatten Sie künstliche Intelligenz als einen wichtigen und bedeutsamen Megatrend eingestuft. Hat sich daran heute etwas geändert? Daran nicht, aber trotzdem bin ich positiv überrascht, wie schnell künstliche Intelligenz in unser Alltagsleben vorgedrungen ist, wie schnell künstliche Intelligenz auch im Wirtschaftsleben adaptiert wird. Von daher ist es eine positive Überraschung, die deutlich über meine Erwartungen hinausgeht. Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, der Megatrend schlechthin in den letzten zwei Jahrzehnten. Einige Experten vergleichen künstliche Intelligenz mit der Erfindung des Internets. Ist das nicht etwas zu weit gegriffen? Das kommt ein Stück weit auf die Perspektive an. Gesamtwirtschaftlich mag das durchaus der Fall sein, denn die Einführung des Internets hat es ermöglicht, viele Geschäftsprozesse zu digitalisieren und dadurch über die Zeit erhebliche Wachstumspotenziale abzuschöpfen. Auf Sichtweise des einzelnen Unternehmens würde ich sogar so weit gehen zu sagen, künstliche Intelligenz ist ein deutlich dynamischerer, deutlich spürbarerer Effekt. Denn die Unternehmen sind heute schon in der Lage, künstliche Intelligenz zu kommerzialisieren, also damit Geld zu verdienen. Das hat beim Internet doch sehr, sehr lange gedauert und sich über viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte gezogen. Okay. Aber in den Erfolgsbilanzen unserer Volkswirtschaften lässt sich das noch nicht ablesen. Das stimmt, ist aber ehrlicherweise auch nicht groß verwunderlich. Unter Volkswirten gibt es dazu sogar einen Spruch. Technologische Innovationen sieht man überall in unserem Alltagsleben, nur nicht in den volkswirtschaftlichen Statistiken. Denn bevor das Potenzialwachstum, das Produktivitätswachstum volkswirtschaftlich nachweislich angefacht wird, braucht es eine gewisse Zeit. Beim Internet waren das 10, 15 Jahre. Bei der künstlichen Intelligenz dürfte es aber deutlich schneller gehen. Hier rechne ich schon 2026, 2027 mit ersten messbaren Erfolgen. Wenn ich mir aber die Entwicklung einzelner Aktien ansehe, dann schaut das schon gefährlich nach einer Blase aus. Nvidia hat sich zum Beispiel im letzten Jahr fast verdreifacht. Das stimmt, aber im gleichen Zeitraum haben sich auch die Gewinnerwartungen der Analysten verdreifacht, von 4 Dollar je Aktie auf jetzt deutlich über 12 Dollar je Aktie. Und das zeigt eins: die Entwicklung, die Kursentwicklung bei Nvidia ist fundamental untermauert. Von daher ist es keine klassische Blase, denn bei einer Blase steigt der Kurs ja, ohne dass es fundamental gerechtfertigt wäre. Aber wie weit kann die Aktie denn noch steigen? Das ist die alles entscheidende Frage, Frau Rost, und die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Ich habe mir in den vergangenen Wochen sehr intensiv die Bewertungsmodelle der Analysten angeschaut. Ehrlicherweise kann man von 500 Dollar bis 1500 Dollar fast jeden Aktienkurs rechtfertigen. Es kommt ganz entscheidend darauf an, wie lange man das aktuell starke Wachstum modelliert und vor allen Dingen, was man dann danach erwartet, ob das Wachstum oder die Erträge wieder zurückkommen auf das ursprüngliche Niveau oder ob sie auf dem sehr, sehr hohen Niveau bleiben. So ein breites Scheunentor ist für die Startphase eines Megatrends gar nicht ungewöhnlich, weil die Analysten eben nicht wissen, wie lange diese starke Wachstumsphase anhalten kann. Von daher müssen wir wohl auch noch in den kommenden Monaten mit ein Stück weit Unsicherheit leben. Wie geht man als Portfolio-Manager mit so einer Information um? Man kann eigentlich nur versuchen, das Risiko im Portfolio zu kontrollieren, und dabei muss man auf zwei Dinge achten. Zum einen, wenn die Nvidia-Aktie weiterläuft und sich dadurch das Gewicht der Aktie im Portfolio-Kontext spürbar erhöht, dass man immer mal wieder Gewinne mitnimmt, das Gewicht auf das Ausgangsniveau reduziert und dadurch eben dafür sorgt, dass Nvidia nicht zu einem dominanten Part im Portfolio wird. Andererseits ist es natürlich genauso wichtig, in Nvidia investiert zu bleiben, denn nicht investiert zu sein ist gegenüber dem Vergleichsmaßstab, der Benchmark, an der man sich messen lassen muss, natürlich auch ein Risiko.
In Ihrem Jahresausblick für 2024 hatten Sie davon gesprochen, dass sich KI verbreitern wird. Was genau meinen Sie damit konkret? Künstliche Intelligenz, jeder Megatrend verläuft ja in unterschiedlichen Phasen. Aktuell sind wir noch in der Startphase des Megatrends künstliche Intelligenz. Bedeutet, derzeit werden die Unternehmen nachgefragt, die die Bausteine für den Aufbau künstlicher Intelligenz liefern. Das sind die Halbleiterproduzenten und einzelne Softwarekonzerne. In der zweiten Phase wird sich dieser Blick ein Stück weiten und es werden die Unternehmen gefragt sein, die aus den Bausteinen dann ein komplettes Gebäude zusammenschustern, die entweder dabei helfen, indem sie IT-Beratung zur Verfügung stellen, IT-Sicherheitslösungen anbieten oder die über große Datenmengen verfügen und damit eben die Bausteine zum Leben erwecken. In Phase 3 werden dann die Unternehmen im Fokus stehen, die mit künstlicher Intelligenz ihr Geschäftsmodell deutlich erweitert bekommen und dadurch neue Wachstumschancen generieren. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Das klingt ja so, als ob KI auch im nächsten Jahr noch ein Megatrend ist. Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe What's Hot im Mai. Ihre Melina Ross und ihr? Chris Oliver Schickentanz.